So, meine lieben Kampfkunstfreunde. Ja, ihr kennt mich ja als Kampfsportler. Ja. Ich bin ja so eine kleine Legende seit 48 Jahren verbunden mit dem Kampfsport. Also ist schon was, ist schon eine Hausnummer. Aber es gibt auch noch andere lebende Legenden, ja, die weitaus mehr Erfahrung haben. Und ich bin klein und da drüben sitzt eine lebende Legende. Das ist Sir Adel King Sifu Kernspecht. Ja, er übertrumpft mich natürlich mit weiteren 20 Jahren. Also ich habe 48 Jahre, er hat mindestens 68 Jahre auf dem Buckel. Ja, mit Kampfkunsterfahrung ist der Kampfsportler eher der Kampfkünstler. Und wir standen früher so oft in der Zeitung Kampf, Karate Budo Journal, überall waren wir drin. Wir haben uns nie live getroffen. Und jetzt sitzen wir hier und ich bin ganz stolz, dass er mich einlädt. Und was haben wir noch? Zeige ich euch jetzt. Da wird sogar extra für uns, ja, für die kleine und große Legende, Musik gespielt. So muss das sein. Us Yamamoto, wir sind am Start und essen jetzt. Wir wünschen allen Kampfkünstlern, Kampfsportlern alles Gute, bleibt alle gesund. Jetzt habe ich eine spezielle Überraschung. Ja, für Sifu Kernspecht. Er wollte mich überraschen, er hat auch Bücher geschrieben. Oh. Aber ich komme ihm jetzt zuvor. Komm mir zuvor, oder? Der Bodyguard. Der ist Bodyguard. Da ist er. Hätte ich mitbringen können, ist vergessen. Oh, so jetzt. Jetzt musst du mir nur vorlesen, was ich geschrieben habe. Da steht Michael Kuhr. Nee, schlag mal auf. Der Bodyguard. Zwischen High Society und Unterwelt. Das ist bei Drömer erschienen. Ich sage euch mal die ISBN. Und jetzt versteht ihr, was habe ich da reingeschrieben als Widmung? Für die den Dschungel-Legende Keith Kernspecht. Hallo, danke vielmals. Meinen. Was steht da? Größten? Riesen? Respekt, Meisten. Respekt für diesen Kampfkunstlehrer. Ich, Osso! Muss aber Botto! Ja, das Buch kenne ich nicht, ist eine der ganz wenigen Bücher, das ich nicht kenne, aber ich werde das dieses Wochenende verschlingen. Und dann kriegst du zur Strafe mein Buch. Das wäre eine Ehre. Us! Us! So, guckt euch meinen Raptor an. Ja? Hier. Sifu Kernspecht steigt jetzt in mein Raptor. Falls ich den Wagen verkaufe, hat er natürlich viel mehr Wert. Weil diese Legende in mein Auto saß. Sir King Sifu Kernspecht. Ist das eine Touraufnahme? Habe ich Vorkaufsrecht für dein Auto? Gebe ich dir. Darf ich das später mal das Auto Legende kaufen? Jawohl, dann ist das Auto von zwei Legenden gefahren worden. Das wäre das noch mehr wert. Mega. Das hier ist der Bestseller von Michael Kuhr. Ein fantastisches Buch. Ich habe es eben ganz flüchtig durchgeblättert und ich bin fast zusammengebrochen, was da drin steht. Schon 11 Jahre alt und alles, was ich beschrieben habe, eingetroffen. Sogar das Politische. Das ist ein hochaktuelles Buch. Muss!